Hallo, lieber Steinbock. Heute eine Kaffeesatzlesung, ja, beziehungsweise unseres Liebeslebens, ja. Liebe, Liebe, ne? Ist das ein Zufall, dass beides mit L anfängt? Naja, gut. Ja, also, ich bin gespannt. Bin ja selbst Steinbock, ne? So, was unser Schicksal ist, ja. So kann es sich im Kaffeesatz widerspiegeln. So. Kaffeeflecken. Kurz mal wegmachen. Trocknet das. Ich liebe den Geruch von Kaffee, ne? Lecker. Okay. Wahnsinn. Hier, siehst du es auch? So ein herzförmig. Hier so die Herzspitze. Ja. Also, lieber Steinbock, für uns steht Partnerschaft immer im Vordergrund. Ja? Wir sind Menschen der Liebe. Ne? Also, für uns ist Zweisamkeit sehr wichtig. Ja? Ja? Für uns ist Liebe wichtig. Ja? Also, wir können auch nur mit Leuten gut arbeiten, ja? Die wir mögen, die wir lieben. Ne? Das ist für uns sehr wichtig. Ja, deswegen auch die Partnerwahl und auch der Partner allein. Ne? Also, falls du in einer Beziehung bist, ja, solltest du für den guten Draht nochmal zum Partner nochmal sorgen, ja. Weil dann erreicht ihr auch wieder gemeinsam sehr viel. Ne? Ja? Also für diejenigen, die jetzt in der Partnerschaft sind. Ne? Also, eigentlich seid ihr im Alltag ein eingespieltes Team. Ne? Halt nur halt diese privaten Dinge, die sorgen für Reibereien. Ne? Und glaub mir, lieber Steinbock, meistens sind es wieder die äußeren Faktoren. Jetzt auch, wenn jemand sich nicht direkt einmischt. Ne? Es gibt Leute, die blenden. Das heißt, die spielen da so eine geile Ehe vor oder ein geiles Verhalten. Ja? Oder der Mann kauft der Frau ein schickes Auto, ne, und dann wird das einem vors Auge gehalten, ne, so nach dem Motto, das habe ich meiner Frau gemacht, ja, toll für dich. Das sorgt ja nur für Neid, ne, und dann muss man irgendwie gleiche Erwartungshaltung, ne, ist also sowas Ähnliches, ne, lieber Steinbock, ne, aber im Grunde, ne, wie gesagt, wir sind schon mit Glück gesegnet, ja. Genau, also Single-Steinbocke, ja, sollten wirklich nicht auf Äußerlichkeiten sich festnageln. Ja? Sagen wir mal, Beispiel, man erwartet, dass man immer gut ge oder gebügelt rumläuft. Ja? Und mit so einem zerknitterten, sagen wir mal, Oberteil, ne? Ist das so abtörend? Ja, mag sein, ne? Aber letzten Endes, ne, muss man halt sich nicht an solchen Sachen festhalten. Ne? Weil sowas kann man bügeln, sowas kann man ja, also zur Not könnte man das dem Partner vorbügeln, ne? Also wenn man mit dieser Person zusammen ist, ja? Also halte dich nicht an Äußerlichkeiten so extrem fest, ja? Ja, man muss mit seinem Schwarm auch sich gut unterhalten können, ja? Das ist ganz, ganz wichtig, ja? Dann wird das auch mit der Liebe, ja? Für unsere Singles. Alles Liebe, Steinbock, du bist wundervoll.